Moin, moin. Wir haben gerade das erste Video schon abgedreht und ich habe ja vorher eine Insta-Story gemacht und ihr hattet die Möglichkeit, diesem guten Herrn 10 Fragen zu stellen und die besten habe ich mir jetzt rausgepickt und ich stelle ihn jetzt einfach. Kelvin Dien, oh Gott, Hilfe, ich habe den neuen Namen gegeben. Und jetzt heißt es auf jeden Fall weiterzumachen, weiter Gas zu weiter gut zu trainieren. Kelvin Unterstrich DRI Tro. Das erste, was er sich mit Fußballergeld gekauft hat. Boah, gute Aber Frage. was ist Fußballergeld? Erster Profivertrag oder Ja, diese U14? sagen wir mal Fußball. Also Dings, das ist Profivertrag, Polvertrag. ja. Polvertrag, boah, das hätte ich mir jetzt erst geholt. Lambo. Ich weiß nicht. Also ich weiß nur, für mein erstes Tor habe ich mir in der Queens gekauft. Echt? Die Ja, Weißen? der weiß in der Queens. Aber erste Gehalt, keine Ahnung. Ich habe eher erst mal irgendwas meiner Mutter gegeben. Irgendwas. Ja, Ehemann. Mann. Lügner. Gutes Image. wo sieht das Alessio Procopio Unterstrich, wo sieht er sich in 5 Jahren? Keine Ahnung, in 5 Jahren. Wo sehe ich mich da? Keine Ahnung. Aber siehst du dich dann noch auf dem Fußballplatz oder Ja, willst du natürlich da auf dem einfach sehen, Fußballplatz. Auf dem dass du da Fußballplatz. schon deine Trainerkarriere anfängst oder Nee. so? Hoffentlich in der ersten Liga oder irgendwo. Keine Schauen wir Ahnung. mal. Ja. Safe. Aber nicht, ist egal wo, ne? Ob in Ist. Aserbaidschan oder Nee. Slowakei. Ungarn. Ungarn. King L7 fragt, bist du auch so durch wie Omid? Ja. Der kann so abfucken, Ja, Digga. ich und Unter Omid. gewissen Umständen. Hier fehlt noch eine Person. Das ist Ente, Digga. Und wenn wir zusammen zu dritt sind, Digga, das ist Feierabend. Sure. Brahimi fragt, bist du Albaner so wie Mergim im Abel? Nee. Mergim Abel! Was Nein, ist eigentlich für ein Landsmann? ich bin mein Vater kommt Weiß aus nicht mehr. Ghana. Ghana? Ja, Ghana. So wie Bist du, Agi. kennst du Agi? Ja, ich kenne Agi. Ghana und Deutsch, ne? Ghana, Deutsch. Nice. Wer steigt mit dem HSV auf? Natürlich wir Und der Club. vor allem ich. Und ich sag Bochum. Bochum, aber Bochum. Bochum als Dritter, ne? Ihr als Ja, Zweiter. klar. Wer ist dein Lieblingsspieler? Fragt Anton. Lieblingsspieler Ja. habe ich nicht eigentlich, aber Mbappé, klassisch, mag ich sehr. Ja. Mbappé, alles, Ja, Ronaldo, Messi. wer war denn früher so dein Vorbild oder so? Oder hast du sowas nie? Hatte ich nie. Einfach jeder, der gut ist mein Vorbild. Okay. Okay. Wie findest du die Villa von Omid? Hast gar nicht gesehen, ne? Nee. Aber Ehrenmann. ich weiß ja, Supporter-Center. wie groß es ist. Geisteskrankes Haus. Wie Wie viel viel Quadratmeter hat das? 10? Fragen? 12? 16. 16? Ja, aber es ist halt alles in einem. Ja, Bro. Roomtour könnt ihr euch auch anschauen. Ich Ist verlinke auch es hier auf dem oben. Kanal. Wie ist es, Omid als Freund zu haben? Schon anstrengend, oder? Nee, weil ich genauso wie in der Frage davor schon beantwortet, bin ich genauso wie Omid. Warte. Wir haben ja nicht mehr, wir haben ja nicht mehr so viel Kontakt, Ja, Digga. aber wo wir waren ja zu einer gewissen Zeit waren wir jeden Tag Ja, zusammen. true, stimmt, Digga. Ja, stimmt. Da Aber, ergänzt man sich ja, natürlich. und seit der Prüfvertrag hat, ist er Ja, ein bisschen verkauft. komisch geworden. Und seitdem sehen wir uns nicht mehr so oft, nicht Ja. Spaß. Aber immer wenn wir uns sehen, Digga, auch wenn wir so 3 Monate nicht schreiben, Digga, ist eigentlich, wie als hätten wir jeden Tag Kontakt oder Schwer. als würden wir uns jeden Tag sehen. Johann Plain fragt, woher weiß er, wer seine echten Freunde sind, die nicht nur auf Fame oder so wollen? Gute Frage, aber nix aber. Fame? Fame gibt's bei mir nicht zu holen, Geld Ja, auch nicht. Geld schon, doch, Geld gibt's schon zu holen, aber Fame Nee, nicht. ich bin immer noch mit den gleichen wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Da hat sich niemand reingeschlichen in den Ja. Freundeskreis. Ich glaube, sowas erkennt man schon gut, Ja. gell? Wann hast du dein erstes Mal? Fragt Meere 045.
Glaubst du, ich habe das erfunden? Glaubst du, das ist mein Fake-Account oder was? Fake-Account. Keine Ahnung. Mir haben ein paar echt viele gefolgt. 16,5 war das. 16,5. Ja. Okay, nice. Woher kennen wir uns? Wir kennen uns von der. Also durch Willi. Ja. Und wir waren 2 Jahre lang zusammen auf der Bertolt Brecht Gesamtschule. Aber ja. Naja, wir sind fast jeden Tag zur Schule gefahren und dann auch zurückgefahren zusammen. Ja. Ja, und Pause immer zusammen. Ja. Freistunde. Ich war so einmal. Was? Ich war so einmal. Ich habe irgendwie so eine Schelle oder so bekommen. Hast. Von wem? Keiner von irgendeinem. Oder irgendjemand hat dich so richtig hart hier gedrückt. Ja, wahrscheinlich Willi. Ja. Habe ich geweint. Ja. Du warst so am Tisch und hast so geweint. Ich dachte mir, weint er gerade oder was? Das war richtig unscheinbar, Digga. Auf einmal warst du da. Ich kannte dich gar nicht. Nicht mal vom Willi so. Auf einmal warst du auf unserer Schule. Ich hab dich ein paar Mal anderen Park gesehen. Was? Ja. Ich war. Doch, da warst du mal mit William. Ja. Agi, oder? Weißt du? Ja. Ich glaub Patrick auch noch. Auf einmal auf der gleichen Schule. Und dann. Dann einfach 2 Minuten voneinander entfernt. Adresse von ihm ist. Und dann jeden Tag mit Fit gewesen. Ja. Sieht man ja. Mhm. Bei mir. Letzte Frage von Lloyd Bird. Wie fühlt man sich als Fußballer? Sehr gutes Gefühl. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben manchmal. Wenn ich das jetzt so in Worte fassen müsste, ist einfach Traum ist wahr geworden und ich bin dankbar dafür. Ja, du bist auch eine Maschine, Digga. Ja, danke, zu rutschen. Männer, das war das Video. Geil. 10 schnelle Fragen oder vielleicht ein bisschen mehr sogar an Jamie Leveling. Und das war's. Das war's. Checkt sein Instagram ab und aktiviert die Glocke. Kuss geht raus. Denkst du, es passt? Ja. Denkst du, es reicht? Safe, ja.